Was wir aus Dänemark hören, was wir aus vielen Bereichen hören, sind keine schönen Entwicklungen, was die Gesellschaft angeht. Wir bekommen Zwangsgesetze in Dänemark dramatischer Art. Dort wurde ein Gesetz beschlossen, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Dort kann jetzt die Regierung Zwangsuntersuchungen anordnen, Zwangsimpfungen, Zwangsbehandlungen. Die können mit ihnen machen, was sie wollen, laut diesem Gesetz. Und dazu können auch eingesetzt werden die Polizei, das Militär und zivile Sicherheitsdienste. Das heißt, hier könnten Söldnertruppen beauftragt werden, sie aus ihrem Haus zu holen und ihnen eine Spritze zu setzen. Meine Damen und Herren, was hier gerade passiert, die Aussetzung der Bürgerrechte, Hausarrest der kompletten westlichen Gesellschaft, Berufsverbot für die komplette westliche Gesellschaft. Eingriffe in die persönlichsten Freiheiten und körperliche Unversehrtheit der westlichen Gesellschaft. Meine Damen und Herren, ich glaube, uns ist gar nicht klar, was hier gerade sich entwickelt und was hier auf uns zurollt. Wie immer bleibt es dabei, rechne mit dem Schlimmsten und hoffe das Beste, dass das nicht missbraucht wird. Aber wir sollten uns im Klaren sein, was hier momentan gerade stattfindet. Und hier wird vieles momentan umgesetzt, was man sich lange Jahre nicht getraut, aber gerne umgesetzt hätte. Deshalb, auch hier wird vieles passieren. Denken wir über Bargeld nach und viele andere Dinge mehr.